Guten Morgen! Da wir ja in den letzten Wochen hin und wieder das Thema Sexualität gestreift haben, aber eigentlich andere Themen betrachtet haben, denke ich, ist auch mal wichtig, über die Sexualität als solches zu sprechen. Da viele Menschen und nicht nur Männer ein Bild der Sexualität haben, wo es um Anspruch, Erwartungen und Erfüllung geht, anstatt Sexualität als Akt der gemeinsamen körperlichen Liebe zu praktizieren und auch eben zu verstehen. Das Wichtigste ganz am Anfang: Der Orgasmus ist nicht das Ziel, sondern oft das Ende der gemeinsamen Leidenschaft, da der Mann danach meist erst einmal das akute Interesse an sexuellen Handlungen verliert. Zumindest temporär. Das heißt, der Orgasmus sollte nicht das Ziel sein. Der Orgasmus bedeutet wirklich lediglich die Beendigung der Sexualität. Und damit möchte ich etwas vom Charme des Orgasmus wegnehmen. Das bedeutet, wenn euer Ziel ein Orgasmus bei der Sexualität ist, dann ist das Ziel eurer Sexualität das Ende der Sexualität. Denn dann ist auch die Sexualität auch nur auf Befriedigung ausgerichtet, ne? Eben auf dieses Ende der Sexualität. Ich möchte befriedigt werden. Und ja, dann in der Tat eine sehr begrenzte Form der Sexualität, sowohl von den Erfahrungen als auch zeitlich gesehen sehr begrenzt. Aber wen wundert das in einer Zeit, wo die Leute eher an Zeit ist Geld anstatt Geld kostet Zeit denken? Da ist auch meiner persönlichen Erfahrung und vielen Gesprächen nach so, dass Frauen, die aufgrund ihrer Physis eine längere Aufwärmzeit brauchen, sehr häufig ohne vaginalen Orgasmus bleiben. Die emanzipierte Frau von heute befriedigt sich dann natürlich nach dem Sex selber zusammen mit dem Mann, aber machen wir uns nichts vor, ein vaginaler Orgasmus ist eine ganz, ganz andere Liga. Und demnach schlimm genug, dass es wirklich sehr, sehr viele Frauen gibt, die noch nie einen vaginalen Orgasmus gehabt haben. Drei meiner festen Freundinnen hatten, bevor sie mich kennengelernt hatten, noch keinen vaginalen Orgasmus und haben sich auch eingeredet, dass sie einfach nicht fähig dafür sind. Das geht bei mir nicht. Und wenn man sich mit Frauen unterhält, ist es ganz oft, dass die Frauen denken, nee, das geht nicht. Vaginaler Orgasmus, das hat bei mir noch nie funktioniert, das geht nicht, ne? Aber glaubt mir, jede gesunde Frau ist fähig, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen, ne? Das Problem ist, dass Männer, aber auch Frauen überhaupt keine Chance mehr erhalten, Sexualität auf eine natürliche, intuitive Art zu erlernen, ne? Aufgrund der Darstellung der Sexualität in Pornos, die eben aufgrund der extrem dargestellten Handlung bei der Masturbation schnell und effektiv zum Orgasmus führen, entwickelt sich aber da ein komplett eindimensionales Bild der Sexualität. Aber auch in Mainstream-Movies ist es oft so, dass man sich voller Leidenschaft die Sachen vom Leib reißt und dann innerhalb von 5 Minuten natürlich auch gleichzeitig zum Orgasmus kommt. Was natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Also es ist möglich, es ist aber total selten, dass dies genau so funktioniert. Und es ist einfach kein echtes Bild der Realität. Aber das prägt die Menschen, ne? Und dann denkt man, ja, der George Clooney, der kann das, aber ich bin da halt nicht fähig dafür, ne? Oder die Julia Roberts oder was auch immer, ne? Ein weiteres Problem der Sexualität ist, dass die Informationen darüber viel zu spät den Kindern zugänglich gemacht werden. Kinder erleben Sexualität oft als etwas, worüber man nicht spricht. Aber mit 10 bis 11 Jahren finden sie dann im Internet eben die Pornos und bilden sich dann die Grundlage, bilden sich ihre Grundlage der Sexualität auf Grundlage dieser Pornos. Es gibt keinen Sinn, außer die kulturelle Prägung, dass Kinder nicht auch schon viel eher menschliche Sexualität sehen dürfen. Aber das ist ein Tabuthema. Da wird ja gleich von Kinderschutz geredet. Einfach unreflektiert und ohne nachzudenken. Kinder sehen Sexualität bei Tieren. Aber bei Menschen, da müssen sie geschützt werden. Aber so entsteht eben in unserer Gesellschaft ein total unnatürlicher Zugang zur Sexualität. Über Sexualität spricht man nicht. Das ist das, wo wir uns weiter fortpflanzen. Das ist was Elementares, was wichtig. Aber darüber spricht man nicht. Intensive Sexualität ist ein stundenlanger Vorgang, wo man sich je nach Vorlieben von liebevoll und zärtlich bis brutal und schmerzhaft einander nähert oder auch beides. Es ist eine Phase der Verschmelzung, des Loslassens, des eigenen Egos und das intensive Spüren der anderen Person. Die Verschmelzung ist eben nicht mit der körperlichen Ebene abgegolten, sondern sie findet auch auf der geistigen Ebene statt. Man schaut den anderen an, man handelt, man spürt, man nimmt wahr, man bewegt sich, man gibt sich hin, man entwickelt eine Dynamik zwischen diesen beiden Personen, die entweder homogen ist oder die sehr viele Wellenbewegungen und Spannungsbögen inkludiert. Das Denken spielt keine Rolle, das Wahrnehmen.
Gut, ein Mann kann nicht denken und permanent in eine Frau reinwamsen, aber das ist natürlich auch keine erfüllende Sexualität für die beiden. Ein Mann muss die Frequenz der Wellen der Lust der Frau wahrnehmen, um in Resonanz mit ihr zu kommen. Dafür muss er ganz sanft wiegen und darauf achten, wie das Becken der Frau mitwiegt. Wird es schneller oder wird es langsamer? Zieht sich die Frau eher zurück oder presst sie sich an den Mann heran und so weiter. Aber hier gibt es auch keine Liste, die man abarbeiten kann, sondern ein Gefühl, was man entwickeln muss. Und das kommt mit der Zeit und den Erfahrungen. Das kann man sehr, sehr schlecht jemandem beibringen. Man kann so ein paar Tipps geben, worauf man achten müsste. Aber es ist nichts, was man abarbeiten kann. Also der Mann bekommt das Weglassen des Denkens, wie gesagt, schon ziemlich gut hin. Aber die Wahrnehmung der Frau, da muss er häufig noch sehr, sehr stark dran arbeiten. Die Frau jedoch hat sehr häufig ein Problem, dass sie eben die Gedanken nicht ausschalten kann. Das sind vielfältige Ängste von der eigenen Optik und Schönheit angefangen bis hin zur Angst, wenn sich die Lust steigert, dass der Mann plötzlich aufgrund der fehlenden Wahrnehmung, wie die meisten Männer haben, den Rhythmus plötzlich ändert oder zu früh ejakuliert. Aber auch einfach Gedanken darüber, was der Mann gerade denkt oder ähnliches, behindern die Frau sehr, sehr häufig. Aber beide großen Probleme, das Denken der Frau und die Unsensibilität des Mannes bei der Sexualität und natürlich kann auch der denkende Mann und andere Probleme da existieren, die können aufgrund die können wunderbar gemeinsam aufgelöst werden. In offenen Gesprächen vor und nach der Sexualität, über Körperempfindung, Erfahrungen und Wünsche und auch bei der Sexualität als solches durch gegenseitiges liebevolles Feedback. Ich habe das von jeher so gehandhabt, dass ich gerade am Anfang einer Beziehung immer sehr viel über die Sexualität gesprochen habe. Danach vor allem oder auch davor, aber möglichst weit davor, manchmal auch davor, da kann man sich anregen, aber wenn es wirklich intensives Feedback ist und auch genau nachfragt, was man möchte, was man nicht möchte, was die Erfahrungen sind, das hilft ungemein und das seid frei, was Sexualität angeht, sowohl bei der Sexualität selber als auch im Sprechen darüber. Jeder Mensch ist individuell und die Sexualität ist auch irgendwo ein Stück Erforschen der anderen Persönlichkeit und natürlich auch des Körpers, das gehört dazu. Da geht man aber behutsam vor und nimmt sich vor allem Zeit. Jeder der beiden Sexualpartner hat andere Erfahrungen gemacht und man muss sich erstmal eingrooven und anpassen. Was ist eure Meinung zu einer gesunden Sexualität? Meine kennt ihr hier. Ich habe euch ein paar Sachen gesagt, wo ich denke, die sehr wichtig sind. Ich bin sehr gespannt. Und heute ist wirklich das Thema direkt die Sexualität und nichts, was damit verbunden ist. Also keine Polyamorie oder andere Sachen oder Erziehung oder was auch immer. Heute geht es wirklich einfach nur um die Sexualität. Ist es für euch nur ein Akt der körperlichen Befriedigung oder ist es eben auch mehr? Wo seht ihr die Grundprobleme der vielfältigen sexuellen Frustration der Menschen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.